Hallo und willkommen hier auf dem Channel Xenton Let's Play zu einer weiteren Folge Projekt Minecraft Survival 1.18.1. Viel Spaß beim Anschauen. So Leute, ein kleines Intermezzo. Ich habe hier ein bisschen Moos gefarmt und man sieht ja, was ich hier noch so habe. Und deswegen haben wir jetzt hier mal so ein paar Sachen. Ich mache mal hier den weg. Man sieht, dass das Ding daneben hängt. Und da machen wir das drauf. Das sieht, glaube ich, ganz nice aus, wenn man das Ganze ein bisschen so setzt. Wir können auch hier, wie man sieht, mit F7 das Ganze auch aufmachen. Zack. Hier, der Moosblock kommt, das kommt auch weg. Da kommt auch ein Glowstone rein. Das drauf. Die Bastelkiste kann erstmal da weg, sehe ich gerade. Die Korten kommen kurz weg. Wo ist die Axt? Da ist sie. So. Da die Wolle weg. Ne, da die Wolle weg. Dann machen wir hier das so, so, so. Und die Wolle kommt da weg. Da kommt das rein. Das drauf. So, hier würde ich sagen, das weg. Kommt das drauf. So. Da ist zwar noch etwas, aber da kommt ja hier auch noch ein bisschen was dazu. Später. Dann haben wir hier noch die Fläche. Ja, die ist natürlich jetzt ein bisschen eigenartig. Da kriege ich jetzt keine grüne Wolle oben drauf, ne? Das geht natürlich nicht. Da muss ich dann mal gucken, wie ich das mit der roten mache. Vielleicht setze ich hier auch allgemein so ein paar... sagt schon. Fackeln wollte ich gerade sagen. Einfach nur ein paar Laternen noch. Kommt dann auf dem Rand drauf, so die Laternen. Und das ist dann, damit das Portal ausgeleuchtet wird. Hier haben wir jetzt die Grasfläche mit dem Schleim. Das sieht ganz gut aus. Ich hab's. Die Wolle haben wir hier auch noch ein bisschen. Ich kann das auch noch mal wegpacken. So, dann machen wir hier noch einen hin. Setzen das so drauf. Und dann sieht das eigentlich ganz gut aus. So. Ja, so sieht das ganz gut aus. Perfekt. Einen haben wir noch. Wir fangen an, das da oben mal auszuleuchten. Dass wir hier so nach und nach die Fackeln wegbekommen. Hier ist ein bisschen dunkler. Das heißt, hier könnten wir zum Beispiel den hinsetzen. Und können hier eine Grasplatte drauflegen. Dann haben wir es hier schon mal heller. Okay, wäre natürlich schön, wenn wir ein paar Fackeln wegbekommen würden. Aber, ja. Hier habe ich noch eine Kiste. Da kommt das. Ach, da haben wir auch noch Moosplatten drin. Okay. So, aber dann sieht das schon mal besser aus. Was haben wir jetzt an Wolle zusammen? Grüne Wolle. Zack, nehmen wir mal mit. Bisschen designtechnisch kann man zum Beispiel sagen, wir machen hier mal kurz den hin und sagen, die Azalee packen wir dahin. Dann haben wir auch ein bisschen Garage. Ich glaube, ich hatte gerade geblitzt. Ich weiß nicht, ob man den Donner im Hintergrund hört. So. Die Wolle können wir jetzt nehmen und machen hier alles etwas zu. So. Nur was kann man es hier nochmal auffüllen. Jetzt haben wir noch da den Bereich. Und eigentlich ist das hier schon dann soweit zu. Oh, da ist noch eine offene Stelle. So. Dann fehlt jetzt nur noch der letzte Designschliff. Aber die Fläche ist schon mal zu. Sehr schön. Können wir uns weiter das von oben angucken. Ne, von oben wird es wahrscheinlich nichts, aber von hier wird es was. Ja, so sieht das jetzt aus. Sehr schön. Jetzt kann ich jetzt offscreen dafür sorgen, dass das Ganze auch wieder eine saubere Insel wird. So. Jetzt gucke ich mal, was ich mir jetzt machen wollte. Ich wollte jetzt, glaube ich, hier das nächste Gebäude bauen. Dazu baue ich die Cobblestone. Das war jetzt nur ein kleines Intermezzo dazu. Und wir sehen uns dann im nächsten Schritt. So, Leute. Der nächste Flügel wird vorbereitet. Das soll die Maße werden von dem Flügel. Das Lagerbereich, der muss da raus. Das Lager. Da hat man, ich zeig's euch kurz, das ist so in der Flügelbereich. Hier ist das Lager, das soll Flur werden, alles. Zwischenräume, hier haben wir jetzt zurzeit eine Werkstatt drin, das kann drin bleiben. Das heißt, ich werde die vier Kisten erstmal abbauen und irgendwie zusehen, dass wir die hier woanders hinbekomme. Das Problem ist, ich glaube, ich habe aber keinen Platz für die Sachen. Genau. Und, ja.
Mal gucken, ob ich eine der beiden Kisten erwische. Da sind sie. Komme ich unten in die Kiste noch ran? Ja, komme ich. Gut. Redstone. Erstmal kommt das da alles entsprechend rein. Alles, was erstmal keine Miete zahlt. Quarzblock. Ist natürlich alles sehr unsortiert. Aber ich habe es dann erstmal da drin, weil ich habe ja, wie schon gesagt, immer kein Lager mehr. So. Ist erstmal da drin. Dann haben wir noch Dorit hier genug. Ja, haben wir noch. Aber nicht mehr so viel. Zip. So, jetzt haben wir hier, können wir, jetzt haben wir hier, jetzt können wir ja, nee, ist klar. So, machen wir erstmal hier die Tür weg. Dann haben wir hier zumindest ja erstmal den Durchgang, dass wir hier in diesem Bereich können. Ich mach das hier mal wieder weg. Und ich hole euch dann wieder, wenn ich dann das Design umrum erstmal habe oder was Neues zu erzählen habe. So, dann bis gleich. So Leute, ich habe das erstmal vordesignen gemacht. Wir machen hier zwischen, hier kann man so nicht durchgehen. Dann könnt ihr jetzt hier, okay, da ist jetzt ein bisschen mehr Platz. Und dann wird hier jetzt so der stehen. Hier werden wir noch was machen, dass das hochspringen nicht geht, also drüber springen nicht geht. Und dann nutzen wir die diese Lektorteile, nutzen wir dann als Abstandshalter. Und dadurch bekommen wir dann hier unsere ganzen Leute hin. Das machen wir auf der Seite auch. Und dann wird das hier die Bibliothekswand. Und wir haben hier durch den Trick, dass hier keiner durchlaufen kann, die Möglichkeit, mit denen zu handeln. Es sieht zwar nicht ganz so schön aus. Ich hätte das gerne noch etwas anders. Vielleicht fällt mir noch was Schönes ein, was man dann noch so benutzen kann. Ich kann ja mal ein bisschen Creative-Modus mal gucken auf der Versuchswelt. Mal ein bisschen Vordesign. Auf jeden Fall erstmal soweit. Ich hole euch dann wieder, wenn ich den nächsten Bauwirtschaft für irgendwas habe. Bis dann. Wieso ich das gerade ganz gestartet habe, seht ihr gleich. Und zwar ist mir was passiert. Deswegen gibt es auch gerade kein Timelapse-Video im Vorfeld. Und zack, da sind wir. Und was sieht man? Man sieht da einen Todespunkt vom 19.09.2022. Das ist leider unser letzter Stream gewesen. Ja, ich habe gedacht, ich habe das Spiel verlassen und bin dann los, habe meine Frau abgeholt. Tja, leider habe ich das Spiel aber nicht verlassen. Ich habe nur einmal Escape gedrückt, aber nur so, nicht darauf geklickt. Ich war eigentlich der Meinung, dass ich darauf geklickt habe. Ja, dadurch ist natürlich das komplette Inventar leer und wir haben nichts mehr. Das müssen wir jetzt erstmal zusammenfarmen. Haben wir denn noch irgendwie was? 16 Spark haben wir gerade mal. Das heißt, das werden wir jetzt. Sonne kommt gerade hoch. Darum werden wir uns jetzt erstmal kümmern, dass ich jetzt wieder Ausrüstung bekomme. Und ja, das ist erstmal heute nur kurz dazu. Ich hätte zwar Zeit für Timeless-Videos, aber da mir das passiert ist, wollte ich da nicht zwischengreifen. So, das heißt, wir können hier sauber handeln. Das heißt, das hier nehmen wir alles mit. Da sind sie gerade alle hüpfen. So, können wir bei dem mal gucken. So, eigentlich wollte ich das ganze Getreide eigentlich für Kühe ausgeben. Für Bücher. Kann ich da auch nochmal? Da kann ich auch nochmal. Gut. Den habe ich ein drittes Mal, aber da kann ich es nicht. So. Aber wir haben noch eine Möglichkeit. Da ist der erste Bauer. Da hinten sind die beiden Bauern. Das ist gut. Einer von den beiden müsste. Genau. Und auch hier. 8 Weizen. Passt. So. Dann gucken wir gleich mal wegen Eisen und Stein. Okay. Haben wir nichts mehr. Müssen wir erstmal holen. Okay. Gut, dass wir genug Handelsmaterial haben. Dass das automatisch alles produziert wird. Zzt und runter. Sollte vielleicht reichen. Zack, wieder hoch. Ist am Arbeiten, ist am Arbeiten, ist gut.
Gott, haben wir auch. Dann die Steine kommen hier wieder rein. Dann brauchen wir Eisen. Jetzt haben wir ihn hier. Dafür haben wir ihn hier. Kann man hier mal gleich mal gucken. Der hat eine Haltbarkeit Schaufel. Spitzacke. Du hast ein Schwert, Schärfe. Okay, Schwert haben wir schon mal. So, den Rest bekommen wir oben. So, hier das auch. Bei dir das auch. Und bei dir das auch. So, dann haben wir ihn hier. Ach, den Stein habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Dann habe ich gar nicht mehr gedacht, dass wir den auch noch haben. So, was hast du denn? Eine Haltbarkeit, Haltbarkeit, Haltbarkeit 3. Das ist gut. Das haben wir auch schon. Axt, Effizienz und Haltbarkeit. Perfekt, dann nehmen wir die natürlich dann auch gleich mal mit. Wir brauchen das hier wieso dann massenweise. 49. So. Das kommt da rein. Nein. Wo sind sie denn jetzt? Da ist er. Rückstoß. Atmung. Nein. Das ist erstmal zweitrangig. Da ist der andere. Reparatur. Da. Okay, habe ich schon so viel Geld ausgegeben? Wow. Das heißt, ich habe... Wo habe ich die ganzen Bücher? Ich dachte, ich hätte drei Bücher noch gehabt. Achso. Putzamkeit hätten wir sogar als Buch gehabt, okay. Naja, passiert. Packen wir den Zuckerraum mal hier rein. Dann gehen wir mal zu dem Tresen da vorne, würde ich gerade sagen. Nein, zu dem Amboss. Also Schärfe. Kommt da erstmal drauf. Reparatur. Putzamkeit ist aber noch zweitrangig. Effizienz. Reparatur. Und das ist ganz wichtig. Kann ich euch hier nochmal handeln? Ja, kann ich. So. Du bist Reparatur. Okay. Zwei Reparaturbücher. Zwei Reparatur. Machen wir schon mal zwei zur Reserve erstmal. Okay. Aber auch. Gut. Und dann haben wir wenigstens etwas Schutz. Na gut. So. Bücher haben wir. Bücher haben wir. Und ja, die Sprengerladungen arbeiten noch. Gucken wir mal schnell, ob hinten die... Ja, ist wieder voll. Ob hinten die Farm arbeitet, weil das kann sein, dass dieses Ein- und Ausloggen nicht arbeitet. Man sieht gerade, die arbeitet nicht mehr. Wie soll es auch anders sein? Jetzt arbeitet sie. Gut. Wäre ja schade, wenn sie schon wieder so schnell, zu schnell laufen würde. So. Zack. Einmal Holz mitnehmen. Dann können wir hier schon mal... schon mal aufreihen, weil dann könnte man auf der Seite schon mal die ersten Bibliothekare reinpacken. Ja, das gefällt mir noch nicht so. Ich weiß nicht, ob der bei Teppich da durchgehen kann. Das müsste man mal testen.
Wir haben ja genug Möglichkeiten. Und wir brauchen Bock. So. Na, du solltest doch da drin bleiben. Okay. Wieso ruckelt das jetzt hier so? So. Machen wir dahin. Machen wir dahin. So. Hier machen wir mal Teppichchen. Die machen wir mal auf. So. Können wir hier mal Teppich mal ringsrum legen. Weil wenn das geht, ja, die können nicht raus. Das ist cool, die können nicht raus. So, dann können wir hier nämlich das wegmachen, dann kann man das nämlich so machen. Zack. Dann sieht das nämlich auch gut aus. Wir können durchgehen. Aber die NPCs nicht. So Leute, wir stehen jetzt hier unten an der Eisenfarm. Ich will da rüber. Und ich will hier rüber. Gibt da also ein paar Sachen, die werden wir jetzt hier erstmal lösen. Hier ungefähr ist die Mitte. Zack. Ich habe die Eisenmaschine gerade abgeschaltet, weil damit hier darauf nicht spawnen kann. Die ganzen Flächen kann ich übrigens wieder ausleuchten. So, die ganze Fläche, die ganze Aktion hier, die ganze Fläche sag ich schon. So, das ist die Höhe, auf die wir müssen. Das heißt, wir bauen das hier mal kurz vor bis unter. Das ist ungefähr die Mitte. Ja, ungefähr. Ah, ich muss mal gucken, wo wir jetzt ungefähr die Mitte haben. So. Ja, nicht ganz. Wir werden es wahrscheinlich nicht ganz mittig hinbekommen. Die ganze Maschine soll ungefähr dann drei breit werden. Dann werden wir ungefähr hier hinsetzen. Oder machen wir sie hier hin? Ich glaube, wir machen sie hier hin. So. Und zwar hatte ich es auch schon angekündigt. Die Twitch-Zuschauer sollten es wissen. Ich habe es auch schon vorgestellt. Und zwar eine Flying Machine. Ich wollte es eigentlich schon früher bauen, aber es gab ein Problem mit dem Tutorial. Ich musste die Maschine etwas abändern. Und deswegen baue ich jetzt hier gerade die ganze Mist erstmal wieder ab. Um hier 1, 2, 3, also 1, 2, 3, 4, 5 müsste das jetzt sein. Genau, ich möchte den Gang nur 4 breit sein. Ich könnte auch eine 5 oder 6er breiter Brücke bauen, aber das brauche ich jetzt nicht. So, unten sieht man meine Kampftürme. Die brauche ich eigentlich so nicht mehr. Vielleicht mache ich noch was Schönes draus, wer weiß, wer weiß, wer weiß. So, auf der Ebene muss die Maschine arbeiten. Na, eigentlich nicht genau auf der Ebene. Sieht man jetzt schon, dass wir hier schon wieder eine ganz andere Ebene haben. So. Muss die Maschine auf der Ebene arbeiten? Ja, auf der Ebene muss die Maschine arbeiten. Genau. So. Da haben wir dann einmal. Haben wir einen Wassereimer dabei? Nein. Haben wir nicht. Wir können kurz hochgehen. Aber Wasser kurz setzen können. Mal kurzerhand hier irgendwo. Was zum Wasser einmal generieren. So Leute, das war's soweit von Projekt Minecraft Survival 1.18.1 hier auf dem Channel Xenton Let's Play. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, wir sehen uns wieder, wenn es heißt Let's Play Minecraft Projekt Survival 1.18.1 hier auf dem Channel Xenton Let's Play. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und sage Tschüss.